Im nächsten Beitrag zählt jeder Millimeter. Bautiefe, Fußbodenhöhe, Grundstücksgrenzen. Damit alles nach Plan läuft, braucht es auf einer Baustelle jemanden, der all diese Dinge im Auge behält. Geometer Schadner ist im ganzen Bundesland tätig, mit Büros in Salzburg, Oberalm, Oberndorf und Altenmarkt. Kollege Reinhold Grassecker hat Christian Schadner und seinen Sohn bei einem Einsatz begleitet. Und die Baustelle ist nicht irgendeine. Es ist das neue Headquarter des Bauträgers Müslig. Für Christian Schadner und seinen Sohn Tobias von Geometer Schadner steht heute ein Kontrolltermin auf der Baustelle der Firma Müslig am Programm. Im neuen Headquarter von Müslig werden die Meterrisse für den Fußbodenaufbau kontrolliert. Die Arbeiten an diesem Projekt haben aber schon letztes Jahr begonnen. Naja, sobald die Baubewilligung vorliegt, gibt es auch einen Einreichplan. Und diesen Einreichplan bekommen wir dann übermittelt vom Architekten oder Baumeister. Und dann gehen wir hinaus und stecken die Baugrube in der Natur aus. Noch dazu geben wir eine Höhe an, damit der Baggerfahrer weiß, wie tief dass er die Baugrube runtergraben darf. Die Baustellenhöhe, auch plus minus 0,0 genannt, ist der zentrale Vermessungspunkt. Von diesem Punkt aus ergibt sich millimetergenau die Bautiefe und die Bauhöhe. Damit ist gewährleistet, dass der Bau exakt nach Plan in die Höhe wächst. Solche Punkte müssen ein Jahr lang auf den Millimeter genau an ihrer Höhe oder an ihrer Position bleiben, damit es da nicht zu einer Verschiebung kommt und dann das Gebäude zu hoch oder zu tief gebaut wird. Neben den Vermessungsarbeiten für den Bau selbst werden auch Grundstücksgrenzen festgelegt. Auf der Baustelle der Firma Müslig sind diese wichtig für die geplante Zufahrtsstraße. Grundstücksgrenzen sind aber generell ein heikles Thema. Werden diese nicht von Beginn an fachgerecht festgelegt, ist ein Streit mit dem Nachbarn vorprogrammiert. Eigentlich ist man gut beraten, dass man bei jedem Bauvorhaben, wo es knapp an die Nachbargrenze herangeht, einen Geometer ruft. Denn es ist schnell einmal passiert, dass ein Haus zu nahe an der Grundgrenze steht. Und es muss ja nicht sein, dass man sich da mit dem Nachbar auf viele Jahre hin zerkriegt, nur weil die Grundgrenzabstände nicht eingehalten werden. Die Firma Müslig feiert heuer ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Im Zuge dessen entsteht auch das neue vierstöckige Headquarter, das Green Müslig City Center. Neben den eigenen Büros in den oberen beiden Stockwerken entstehen weitere 8 Büros von 100 bis 200 Quadratmetern. Die Corona-Krise hat die Stimmung aber vorübergehend gedämpft. So musste die Firstfeier abgesagt werden. Ob der Zeitplan zur termingerechten Fertigstellung eingehalten werden kann, ist noch offen. Ob wir jetzt den gesamten Zeitplan einhalten werden können, ist aus heutiger Sicht noch nicht ganz abschätzbar. Wir gehen aber tatsächlich heute davon aus, dass, wenn es zu Verzögerungen kommt, diese sich aber in einem überschaubaren Rahmen halten werden. Das Team von Geometer Schadner wird noch öfters auf der Baustelle vorbeischauen. Spätestens aber zur Endvermessung nach Baufertigstellung. Das ist notwendig, um den Bau behördentechnisch abzuschließen.